Hallo zusammen, Manuel hier von Gamers Palace. Ich habe hier für euch die Beta von Monster Train offen. Was ist das Ganze? Ich habe euch witzigerweise erst vor ein paar Tagen Necronator Dead Wrong gezeigt, was Roguelike-Sammelkartenspiel ist, aber noch mit so einem Tower Defense Aspekt. Monster Train geht irgendwie in so eine ähnliche Richtung und ist trotzdem ganz anders. Das ist das, was an kleineren Titeln beziehungsweise generell Indie-Games einfach so wahnsinnig spannend ist. Denn das hier ist auch Sammelkarte, es ist auch Roguelike, aber trotzdem ein gänzlich anderes Spiel. Man ist hier nämlich als, ja, sozusagen Vertreter der Hölle auf der Mission gegen die Engel und muss verhindern, dass der, ja, beziehungsweise dass die Hölle wieder zufriert, ist ein sehr interessantes Spielkonzept. Das ist gerade in der geschlossenen Beta-Phase. Der Release des fertigen Spiels ist für das zweite Quartal geplant. Das Entwicklerstudio heißt Shiny Shoe und ich möchte euch in einem Singleplayer-Run einfach mal zeigen, wie das Spiel funktioniert und was hier so die Besonderheiten sind. Wenn man in die Run-History guckt, könnt ihr sehen, ich habe jetzt bisher zweimal durchgespielt, oder was heißt durchgespielt? Ich habe zwei Runs gemacht. Ich bin nicht sonderlich weit gekommen, denn das Ganze ist eben auch ein Roguelike-Spiel, aber ihr seht, ich habe mich dann schon verbessert, bin ein bisschen weitergekommen, und zeige euch jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Ich denke, so als Einblick in die Beta reicht das, denn das Spiel ist noch in einer wirklich frühen Phase auch. Es gibt jetzt aktuell nur zwei Fraktionen. Ich glaube, vier oder fünf sollen es mal sein. Aber es macht auf jeden Fall schon jede Menge Spaß. Es gibt einen Singleplayer-Multiplayer-Modus. Hier gibt es Daily Challenges. Eigene kann man sogar erstellen. Und diesen Hellrush-Modus, da habe ich leider noch keine Mitspieler bisher dafür gefunden. Ich hoffe, dass sich das noch ändert, dass ich euch dann in der Preview auf unserer Seite da ein bisschen was dazu verraten kann. Wir gucken uns jetzt einfach mal den Singleplayer-Modus an. Bisher gibt es das Spiel nur auf Englisch. Ich sage jetzt einfach mal, ich starte einen neuen Run aufs Spiel. Dann haben wir hier eine kurze Ladezeit. Und jetzt wähle ich meine Fraktion bzw. meinen Clan. Ihr seht, 15 mal geplant. Aktuell gibt es zwei. Ich kann auswählen, ob ich die Awoken nehme oder die Hellhorned. Das sind dann jeweils die Champions quasi, die man dafür hat. Hier ist der Champion einfach einer mit Angriff, drei Leben, so ein typisches Sammelkartending. Und bei den Awoken ist das hier die Wächterin, beziehungsweise der Champion, mit null Angriff, aber 10 Verteidigung, was natürlich auch seine Vorteile hat. Und dann hat man immer noch einen Verbündeten-Clan mit dabei, so dass man immer von diesem Clan eben auch Karten und Inhalte während des Runs einfach bekommen kann. Und ganz so, wie man sich's dann natürlich vorstellt, das Ganze ist ja eben auch roguelike, das heißt also, man stirbt, beziehungsweise sein Portal wird zerstört, dann ist der Run vorbei. Aber für den Clan, den man gespielt hat, und für den Allianz-Clan schaltet man trotzdem Erfahrungspunkte frei und kriegt dann zum Beispiel halt wieder neue Inhalte, neue Karten, neue Artefakte, die dann im nächsten Run prinzipiell auftauchen können. Traditionelles Roguelike-Konzept. Ich entscheide mich mal wieder so rum. Ich nehme Awoken mit ihr hier als mein Hauptclan und Hellhorn sind dann meine Verbündete. Und dann brechen wir auch einfach mal direkt auf. The end is near. The great traitor will devour your spells. You better bring more of them if you hope to succeed. Okay. Und wir sind ja, oh, jetzt habe ich aus Versehen runtergescrollt. Wir sind auf einem Zug auf dem Weg zur Hölle. Ihr seht, es gibt ja auch verschiedene Abschnitte, bis wir dann hier unten eigentlich den Endboss erreichen. Diese ganzen Ebenen hier, beziehungsweise hier heißen sie Rings, muss man eben mit seinem Zug durchfahren. Hat dabei immer so ein bisschen Auswahlmöglichkeiten, um irgendwo hinzukommen. Und hier auf dem Weg sind jetzt immer solche Sachen, die einfach was auslösen. Hier zum Beispiel Dark Forge, Upgrade Your Champion. Das mache ich jetzt einfach mal und kann mir hier jetzt aussuchen, was ich möchte. Ich habe zwei Updates zur Auswahl.
Ich kann jetzt wählen zwischen Rache, also sobald sie angegriffen wird, ziehen wir eine Karte, oder Spikes 10. Spikes sind Dornen, das heißt also für jeden Angriff, den sie bekommt, teilt sie 10 Schaden aus. Also diese Dornen heißen eben zehnfach, ein Gegner greift sie an und steckt dafür 10 Schaden ein. Und schon ist die Karte ein ganz schönes Stück nützlicher, denn eigentlich hat sie ja 0 Angriff. Ich wähle deshalb das, das ist für mich die viel bessere Variante, weil ich sie so einfach immer zur Verteidigung hinstellen kann. Und hier finden wir ein Artefakt. Ich kann mich entscheiden zwischen weniger Kosten bei Händlern oder die Gegner kriegen alle einen Angriff weniger. Ich entscheide mich da mal direkt für einen Angriff weniger. Und dann gehen wir auch in den ersten Kampf direkt. Hier bekommen wir jetzt unseren Gegner präsentiert. Das ist also der Hauptgegner. Den müssen wir besiegen. Man kann sich immer noch aussuchen, ob man eine bestimmte Trial, also eine besondere Herausforderung macht. Hier hätte ich zum Beispiel dann einen, ich nenne es jetzt einfach mal Aktionspunkt weniger pro Runde, bekomme dafür aber irgendein Artefakt am Ende. Ich lasse das mal aus, weil das hier klingt doch schon recht anspruchsvoll für den ersten Kampf. Und wir gehen mal in den Kampf, damit ich euch zeigen kann, woraus die Kämpfe eigentlich bestehen. So. Was wir machen müssen, wir müssen natürlich alle Gegner besiegen und wir müssen das hier verteidigen. Ja, das hier ist also unsere letzte Hoffnung, die Hölle am Brennen zu erhalten. Deswegen müssen wir das hier natürlich in die Hölle zurückbringen auf unserem Zug. Und dieser Zug hat 3 Etagen. Und wir müssen jetzt über 3 Etagen unsere Einheiten sinnvoll platzieren, das hier verteidigen und die Gegner besiegen. Das ist quasi so die Aufgabe. Und ich habe hier direkt unseren Champion mit dabei. Ich setze sie hier jetzt einfach mal hin. Und ich habe einen Train Steward, der hat 5 Angriff, 8 Leben. Den setze ich dahinter. Und jetzt seht ihr, ich habe noch 2 Ember-Punkte einfach dabei. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich greife noch mit diesen Torches, also mit diesen Feuerbällen, greife ich noch einen von denen hier an und erledige die schon mal. Ich nehme direkt noch eins. Fertig. So. Jetzt habe ich alles gemacht, was ich machen kann. Ich kann keine Einheit mehr setzen. Ich habe alle Ember ausgegeben. Restore muss ich nicht. Hat noch keiner Schaden genommen. Dann sage ich End Turn. Dann sind die Gegner dran. Und das war jetzt einfach. Gegner hat angegriffen, hat natürlich dadurch, dass sie ja 10 Schaden austeilt, wurde Gegner gleich auch zerstört. So, das hier ist ganz cool. Dieser Sammler hier bleibt eine Runde und ich habe jetzt die Möglichkeit, ihn entweder zu erledigen, kriege ich 50 Goldmünzen. Oder er flieht einfach. Und ich sage jetzt, ich zerstöre ihn, habe meine 50 Münzen bekommen. Wunderbar. So, wir setzen hier einmal schon wieder hin. Und ich sage jetzt noch, einen von euch mache ich schon wieder kaputt. Enter. So, die sind beide schon allein durch den Angriff gestorben. Weil sie hat ja ihre 10 Schaden ausgeteilt. Ziemlich cool. Wir heilen sie mal noch. Und ich setze hier auch schon mal einen von denen hin. End Turn. Jetzt kommen schon größere Gegner. Ich heile sie noch ein bisschen. So. Das hier ist schon der Champion, also quasi der Endboss dieses Kampfes. Und diese Champions haben immer den Punkt Relentless. Das heißt also, dieser Kampf in dem Raum geht so lange weiter, bis alle quasi, also bis entweder er tot ist oder bis alle meine Leute tot sind. Und erst dann endet die Runde. Das ist immer dieser Sonderskill, den die haben. Und das seht ihr jetzt auch, wenn ich einfach mal meinen Zug beende. Meine beiden werden jetzt überleben. Es ging jetzt aber so lange weiter, bis er quasi besiegt war.
Das war flawless, weil die haben es nicht mal in die Etage höher geschafft, haben auch mein Höllenstück nicht angegriffen. Dadurch lief es richtig gut. Ich darf jetzt als Belohnung zwei Karten wählen. Eine zusätzliche Karte jede Runde. Apply Route to an Enemy. Okay. Genau. Ich finde die Karte ganz cool. Hier Glimmer. Das heißt, man stellt bei allen seinen Karten oder Verbündeten stellt man zwei Gesundheitspunkte her. Und alle Feinde kriegen zwei Schaden. Finde ich cool. Was habe ich jetzt hier zur Auswahl? Das hier ist schon eine recht taktische Karte. Alle Front Enemies, das heißt, also die in der ersten Reihe vom Gegner kriegen so viel Schaden, wie alle meine Figuren Rüstung haben. Da muss man schon ein bisschen dann drauf achten, was auf dem Spielfeld passiert ist. Hier erstmal Apply Armor 4, also 4 Rüstung, aber Rage 3 und Armor 5 ist besser. Nehmen das. Jetzt kann ich mir aussuchen, wo ich lang gehe. Entweder ich kann meine Einheiten für neue Kräfte bearbeiten und dann eine neue Einheit bekommen. Oder meine Zauber überarbeiten und Münzen bekommen. Ich glaube, ich gehe lieber hier lang. Weil auch die Überarbeitung von den Einheiten ganz cool ist. Attacks before enemy units during combat kann ich aussuchen. Oder ich kann die beide machen. Das hier ist ganz praktisch. Wenn wir einen von denen mal ein bisschen upgraden. Und einmal kann ich noch die Kosten verringern. Das sage ich einfach hier. Für 0 Kosten. Jetzt kann ich mir das auch nicht mehr leisten. Ich habe nämlich nur noch 75 Münzen. 120 kostet das. Aber ich kann hier noch eine neue Einheit bekommen. Entweder den Steelworker oder den Branded Warrior. Das ist eine gute Frage. Der bekommt Rüstung dazu. Also wenn er die Runde überlebt, dann kriegt er 5 Rüstungen. Der hier bringt dreimal Rache mit. Der heißt, er hat mehr Angriff, aber die lässt jede Runde nach. Und er verleiht allen anderen Rache, wenn er stirbt. Aber ich entscheide mich für ihn, weil die Karte kann man ganz gut einsetzen. Und dann sind wir bereit für den nächsten Kampf. So. Hier kann ich mich jetzt wieder entscheiden, also das hier ist unser Boss, dass die Gegner mit 6 Rüstung in den Kampf gehen. Da ich noch nicht so viel Angriffskraft gerade habe, entscheide ich mich nochmal dagegen. Denn ich möchte das schon ganz gern gewinnen. Hier den direkt mal nach oben gepackt und beende jetzt schon mal meine Runde. Und was ihr jetzt seht, die haben jetzt ja überlebt, also die wurden unten nicht abgehalten und sind jetzt direkt auf die zweite Ebene gegangen. Hier wieder meine 50 Münzen haben. Oh, das war eigentlich gar nicht so klug. Naja. Bräuchte eigentlich für oben eine Einheit, habe ich jetzt gerade gar nicht. Erledigen wir einfach mal die. Durch die Rache, die er jetzt hat, also durch die Wut, bringen wir ihn hier um. Vorher hätte der Angriff nicht gereicht, jetzt reicht es. Oh, ich hab ja, ach stimmt, schon alles aufgebraucht. Okay. Tot. Problem ist jetzt nur, dass er hochgekommen ist. Er konnte jetzt das Portal angreifen, hat 2 Schaden gemacht, aber das Portal hat natürlich auch Angriff. Nein, hat es gepasst. Einen Champion werden wir auf jeden Fall
Fall verlieren. Ah, das ist nicht so schlimm. Den Kampf gewinnen wir auf jeden Fall trotzdem. So. Der hat jetzt nämlich nur noch 10. Und jetzt seht ihr, die Ebene wird er auf jeden Fall nicht überleben, weil wir haben hier dann 7, 5. Also das passt auf jeden Fall. Greifen ihn trotzdem schon mal vorab an, weil umso schneller geht's. So, gewonnen. Das war jetzt nicht mehr flawless, weil 2 wurden ja hier unten getötet. Aber trotzdem ganz gut. Jetzt können wir uns wieder Karten aussuchen. Restore 10 Health, draw 1, also 10 mal 10 Heilung. Das hier ist aber ganz cool. Hier kann ich Regeneration jemanden geben. Das heißt also, er stellt dann immer Gesundheit wieder her. Finde ich ganz praktisch. Oh, cool. Hier eine schwache Einheit, aber gibt 10 Schaden für eine Enemy Unit. Finde ich ganz cool. Die nehme ich. So. Hier kann ich mir jetzt aussuchen, was ich möchte. Ich kann eine Karte duplizieren. 20 Gesundheit hier wiederherstellen brauche ich gar nicht. Ich habe erst 2 verloren. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier lang. Hier kann ich nämlich meine Zauber überarbeiten. Minus 1. Minus 1 habe ich bloß zur Auswahl. Naja, dann machen wir das. Ganz cool. Dann sage ich nämlich einfach, dass Glimmer einfach 0 bekommt. Ich kann es nochmal machen. Mache ich einfach Heilung auf 0. So, hier kann ich mir jetzt eine Einheit von den Awoken aussuchen. Hier habe ich jetzt eine Einheit mit 15 Angriff, 10 Leben, die dann quasi 60 hat, weil wenn sie beschworen wird, wird die Gesundheit auch bei um 50 erhöht. Und hier um 30. Und wenn sie geheilt wird, kriegt sie Spikes 1. Ich entscheide mich aber für ihn. Ich bin immer nicht so gut bei diesen Wechseleffekten. Also gerade wenn ich so ein Kartenspiel neu habe, dann möchte ich immer erstmal so Einheiten mit so Straightforward-Effekten quasi. Und dann später kann ich mich um die anderen kümmern. So. Hier gibt es irgendwas Interessantes. Wir kommen auf einem Zugfriedhof vorbei. Und dort gibt es irgendwas. Jetzt kann ich mich hier entscheiden. Ich kann 3 verlieren, krieg diesen Hearthstone, sodass jemand 15 Gesundheit mehr bekommt. Entweder ich kriege das. Das ist ganz cool. Wenn dann unser Pyre eine Einheit zerstört, bekommen wir 2 Leben. Ich entscheide mich mal hier. Bisschen gewagt, weil ich jetzt hier ganz schön Gesundheit eingebüßt habe, aber das ist okay. So. Und jetzt kommt schon der nächste, bisschen größere Kampf. Erster Endboss. Daedalus nämlich. Der hat dabei, dass die mit einem Schild kommen. Das heißt also, der erste. Es ist jetzt so ein taktisches Element, schon der erste Schaden, den die immer bekommen, wird genullt. Das ist natürlich ganz spannend, weil damit natürlich Verteidigung nicht so effizient ist und man auch gucken sollte, dass der erste Angriff natürlich nicht der stärkste ist, weil sie den einfach wegmachen. So.
jetzt trotzdem sehen. Und ich kann das jetzt zum Beispiel umgehen, aber hier ist auch noch. Wenn ich die hier jetzt nicht vorher zerstöre, dann kriegt es noch mal drei, bekomme ich hier noch mal drei Schaden. Und ich sage jetzt einfach, will ich zerstören. Gehen wir jetzt mal wieder hier hin. So, und jetzt seht ihr das gleich mal. Denn das Erste, was jetzt passiert, sie nimmt erstmal keinen Schaden, weil sie erstmal diesen Schild weggemacht haben. Das ist natürlich echt fies. So. Setz ich dich denn hin? Ja. So. Mit dem Angriff habe ich jetzt auch nur den Schild weggemacht, ist klar. Und wir gehen hier. Machen wir die Regenerierung. Das heißt, dass sie jetzt nach jeder Runde 5 Gesundheit wiederbekommen. Das ist für sie ganz praktisch, damit sie jetzt nicht so schnell hier umgebracht wird. So. Hat schon geklappt. So. Hier ist es mir jetzt wichtig, dass wir hier den Schild erstmal wegmachen. Wir heilen sie nochmal extra. Hier oben fehlt es ein bisschen an Verteidigung. Ich stelle hier noch ihn mit dazu. Okay. Ach schade, ich hätte bei ihr das den Schild besser wegmachen sollen. Naja. Oh, da hängt mein Shadow gerade, wie ihr das jetzt glaube ich ganz gut sehen könnt. Aber da ist es schon wieder vorbei. Ich spiele das Spiel wie immer, wenn ich was aufnehme auf dem PC über meinen Shadow und da hängt natürlich ab und zu mal das Streaming. Beziehungsweise heute habe ich da ein bisschen Schwierigkeiten damit. Aber es geht natürlich trotzdem. So, sollten wir hier mal schauen. Ihn müssen wir natürlich eigentlich besiegen. Ich setze, wenn ich diesen Imp schon mal habe, setze ich den auf jeden Fall hier mit rein. 10 Schaden gemacht. Ich verwende jetzt einfach mal Glimmer. Dass alle nochmal ein bisschen Schaden nehmen. Und ich habe immer noch genug. Ich weiß gerade nicht, ob es sinnvoll ist, aber muss ja nicht alles ganz taktisch sein. So. Er schafft natürlich unsere erste Etage.
das war zu erwarten. Jetzt noch mal. Der ist schon ein bisschen anspruchsvoller als der erste, aber er wird es nicht nach oben schaffen. Vorher ist er auf jeden Fall natürlich tot. Oh, oh, ich glaube, ich habe die Karte gerade aus Versehen weggeschmissen. Naja. So. Das hier schafft er nicht. So. Das war jetzt auch wieder flawless. Weiß gar nicht warum. Okay, wie auch immer. Das Spiel wertet es als flawless, das ist schön. Jetzt kann ich mir ein Artefakt aussuchen. Einmal mehr Ember pro Runde. Und mehr Angriff und Leben für das Pyre. Eine mehr Karte. Eine mehr Karte vor allem, ja genau. Oder mehr Kapazität für die einzelnen Räume. Ich denke, ich nehme das hier, dass ich mehr Ember habe. So. Hier kann ich mir jetzt auch noch was aussuchen. Das hier ist ganz cool. Ich kann eine Karte ziehen. Und die bekommt 10 mehr Angriff, 10 mehr Leben und hat 0 Kosten. Das ist echt cool. So, hier sind mehr Einheiten. Hier Multistrike 2. Das bedeutet, dass die zweimal angreift. Deswegen hat sie 3 Angriff, aber wenn sie selber angreifen kann, greift sie zweimal an. Revenge triggers when damaged. Kriege ich wieder was dazu. Und dann die nochmal. Ich nehme sie. Animals of Speed. So. Ersten größeren Kampf überstanden. Ich kann mir wieder aussuchen, wo ich hingehe. Karte duplizieren, ein Artefakt bekommen und Münzen. Bis zu 2 Karten zerstören, neue Power und eine neue Unit. Ich gehe mal hier. Karten zerstören will ich nicht, aber meine Einheiten überarbeiten klingt gut. Endless. Returns to the top of the draw pile when unit dies. Also das heißt, kann man gleich wieder ziehen dann. Das ist natürlich cool. Mache ich jetzt mal nicht. Ich möchte aber mehr Angriff und mehr Leben. Und das bekommt mal sie. Ja, dann ist sie ziemlich mächtig. Und die Kosten reduzieren, sage ich hier. Dass ich ihn auf jeden Fall immer spielen kann und er nicht auf meinem Wegwerfstapel landet. Weil das eine richtig coole Einheit zur Verteidigung natürlich ist, weil er durch die Rüstung, die er gewinnt, halt fast immer brauchbar ist. Und eine neue Einheit. Oh, hier würde ich ihn nochmal bekommen, oder ich kann den Horned Warrior kriegen, zwar nur 4 Leben, aber 20 Angriff. Ziemlich cool. Ja, ich habe jetzt noch nicht alles gemacht, einfach weil ich hier noch nicht war, aber das möchte ich auch gar nicht. Am Beginn gibt es auf jeder Ebene schon Gegner, kriegst du 100 Münzen. Ich mache das jetzt mal an und gehe in den Kampf. Können wir uns nämlich mal angucken, wie das dann aussieht. Genau, kriege ich es nochmal angezeigt. Ja, krass. Okay. Stell sie jetzt mal hier hin.
Hier räumen wir schon mal ein bisschen auf. Ah. Okay, cool. Extinguish haben die hier. Hab ich gerade jetzt gar nicht gesehen. Die geben dann 2 Angriff auf alle verbündeten Einheiten, aber nur auf der gleichen Ebene. Also das ist schon mal ganz gut. Okay. So. Okay, hier kann ich mich entscheiden. Die kann ich entweder spielen und mein Pyre kriegt einmal halt den Schaden oder jedes Mal. Weil, ne, also die wird dann halt wirklich entfernt, wenn ich sie jetzt spiele. Oder sie kommt immer wieder auf meine Hand, beziehungsweise kommt, wenn ich sie ziehe, auf die Hand und löst dann auch aus. Ich jetzt mal schauen. Ich stelle erstmal ihn hier hin. Und dahinter. Ach nee, heilen muss ich gar nicht. Ich spiele sie einfach. Klappt. So. Okay. Irgendwas Heilung? Nee. Okay. Oh, warum kriege ich denn immer diese blöde Karte? Sie nochmal. Sehr komisch. Mehr Angriff. So. Kurze Pause. Karte habe ich jetzt gerade noch nicht ganz verstanden, weil ich sie ja irgendwie jedes Mal wieder kriege. Hier kommt der Endboss. Greift den ja sowieso an. So. Eh tot.
geht's natürlich noch darum, diesen Boss zu besiegen. Und ich habe schon wieder diese blöde Karte bekommen. Warum eigentlich? Weiß nicht, warum ich die jedes Mal gerade kriege. Ist vielleicht irgendwas an mir ein bisschen vorbeigegangen gerade. So, habe ich hier noch Platz? Nee. Quatsch. Ah ja, man kann Schaden auch auf seine befreundeten Einheiten anwenden. Sollte man natürlich nicht tun. Kann man aber. Jetzt geht's natürlich wieder in das Boss Battle. Er macht wieder. Achso, ich kann die spielen und es nimmt keinen Schaden. Boah, ist ja fies, ey. Draw a Unit, das bringt mir gar nicht so viel. So. Ich probier's mal. Was kriege ich denn? Krieg noch mal so ein, aber ich habe hier leider keinen Platz mehr. Na gut, der Endboss wird es also auf jeden Fall schaffen, oben die Basis anzugreifen, weil ich ihn vorher nicht besiegen kann. Schade. Gucken. Na gut. Knapp, aber es passt. Natürlich ordentlich Punkte abgezogen, weil wir viel Schaden einstecken mussten. Ich kann mir jetzt nochmal zwei Karten aussuchen. Descend the Unit and Restore 10 Health. Also das heißt, die Einheit geht eine Ebene nach unten. Hier habe ich wieder mal was, was dann nichts kostet. Heißt, ich kann die Karte zwar nur einmal pro Kampf spielen, aber ich bekomme dann drei dieser Zauber auf die Hand und die machen dann auch wieder kostenlos 5 Schaden. Das heißt, ich nehme einfach mal das und eine andere Karte. Oh. Inferno 100 Schaden auf freundliche und feindliche Einheiten. Das ist natürlich krass. Und doppelte Rüstung. Hier kann ich einen Important Work, richtig cool. Mach ich mal einen Screenshot von. Kann ich dann drei Ember bekommen, drei Karten ziehen. Die Karte hier ist ziemlich gut in Verbindung mit dem, mit der Einheit, die Rüstung immer bekommt. Ich nehme die einfach. Gut. Und nachdem wir jetzt ein paar Kämpfe gemacht haben, das Prinzip eigentlich auch klar sein sollte. Also ihr seht, ich bin jetzt hier schon im fünften Ring angekommen. Diesmal schon ein bisschen weiter als in den Runden davor. Einiges liegt natürlich auch noch vor mir. Soll es das auch in den, mit dem Einblick in Monster Train gewesen sein? Ich finde, das Ganze ist ein richtig cooles Spiel. Also mir macht es richtig viel Spaß. Ich finde diese Kämpfe mit den drei Ebenen ziemlich dynamisch. Auch so cool gemacht von der Art her. Ich möchte noch den Multiplayer-Modus ausprobieren. Da habe ich bisher noch nicht genug Mitspieler gefunden, was ein bisschen schade ist. Aber es ist ansonsten wirklich richtig spaßig. Hat coole Karten, auch so coole Wechseleffekte. Also ihr seht, man kann das auch noch ein bisschen taktischer spielen, als ich das jetzt gemacht habe. Und ich bin dann auch mal gespannt, wie viel Erfolg das Spiel natürlich haben wird, wenn es im zweiten Quartal erscheint. Schaut bei uns auf der Seite vorbei, da findet ihr auch noch eine ausführliche Preview. Ich danke euch jetzt fürs Reinschauen und wünsche euch viel Spaß und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.